Schaufler-Tholing im Druckgussformenbau ist dafür bekannt, die komplizierten Projekte zu machen. Wenn es anspruchsvoll wird, dann ist Schaufler-Tholing gefragt. Unser Kunde soll mit unseren Werkzeugen effizient seine Teile herstellen können. Dafür stehen wir. Mein Name ist Siegfried Heinrich, ich bin Geschäftsführer bei Schaufler Tooling und von der SF Tooling Group. Schaufler Tooling stellt Gießformen her, das tun wir seit 1961 und uns hat es gefreut, dass wir letztes Jahr von der Wirtschaftswoche als Weltmarktführer für diese Produkte gelistet wurden. Als das Thema mit Fünfachsfräsen spannend wurde, Ende der 90er Jahre, haben wir uns den Markt genau angeschaut und haben eben festgestellt, dass dem Gemori ein Anbieter ist, der die ganze Palette an Maschinen, die wir fürs Finishing brauchen, komplett aus einer Hand anbietet. Wichtig ist natürlich, dass wir unterschiedliche Größen an Werkstücken haben und deshalb brauchen wir auch eine Maschinenflotte, die eben für diese verschiedenen Größenklassen aufgestellt ist. Wir legen sehr viel Wert auf mehr Maschinenbedienung. Und das erleichtert natürlich einem Bediener seine Arbeit, wenn er auf gleiche Produkte oder auf ähnliche Produkte zurückgreifen kann. Wir versuchen, die Anlagen 5.000, teilweise bis zu 6.000 Stunden im Jahr zu betreiben. Da legen wir sehr großen Wert auf langlebige Produkte und auch auf verlässliche Produkte. Wir greifen da auf die Angebote von dem Gemori zurück, auf diese vorbeugenden Wartungsangebote und wir schätzen auch sehr den umfassenden und schnellen Ersatzteilservice. Eine Herausforderung, der wir uns jetzt stellen, ist die Präsenz auch in Asien. Wir werden uns im Laufe dieses Jahres dort aufstellen, um dann auch dort diesen Markt bearbeiten zu können. Das Schöne ist, dass wir häufig schon bei Projekten involviert werden, die irgendwann mal auf den Markt kommen, in 2, 3 Jahren als neue Fahrzeuge. Und es ist schon schön, da mitzuwirken, neuen Teilen eine Form zu geben.